Der Weg nach Eden ist offen für die, die Faith folgen. Aber will man Faith folgen? Ist Faith folgen Zungenbrecher? Huch, oh Gott! Renne! Das ist nicht gut! Halt, stopp! Gib meine Waffe! Stichchen wiederbeleben! Komm, Hundi! Bist brav! Au, au, au! Ich sterb halt, halt dabei! Viecher! Komm schon, Hundi! Das bedeutet wo? Halt! Oh Gott, wo kommst du denn her? Ja, Gott. Das war ein etwas kotischer Falsch. Hätte ich nicht nehmen sollen. Kein Problem. I've got a problem. I've got a problem. Ah, hier ist ein schöner Weg sogar. Und du? Alles klar. Hallo? Huch? Achso, warte mal. Ah, nein, nein, falsche Taste. So, bremst. Komm! Jetzt zeig mir dein scheiß Köpfchen. Renne! Komm halt so. Eieieiei, hier ist ein bisschen was los. Plündern. Weiter. Wo ist der andere? Ist weg, oder? Hat sein, dass Peaches gestorben ist? Peaches? Peaches ist gerade nicht dafür verfügbar. Okay. Ich weiß nicht, ich kann das in die Luft jagen. Kann ich das? Nein, nicht das. Ach, halt die Schnauze! Was ist denn das? Nein. Ja. Hier rein? Nee, wahrscheinlich ist es in der Mission, dass mich das Ding zerstört. Schade. Na gut. Dann wingsuit ich mal nach da unten. So ein bisschen knapp. Gleich schon. Ah, ich wusste nicht, ob ich den Hügel schaffe. Mit dem Wingsuit. Krieg ich hier den Absprung? Ah, hier ist Mordmeier. Hier liegt ja noch was. So, das ist voll, okay. Nee, krieg ich nicht hin. Nicht hoch genug, dass ich den Wingsuit triggern kann. Das ist Blut. Das sind Leute. Drei Stück. Ich sehe es an deinem Gang. Du bist anders. Nicht so wie du. Hey, bist du es schon wieder? Mach halt die Klappe. Drei Stück. Ich weiß noch besser nicht den. Den. Und den, okay.
Entschuldigung. Und dann... Was? Das ist ein Gebot? Wir sind getötet? Was ist denn du für ein Hund, ey? Alter Schwede. So, was ich eigentlich wollte, ist diese Kisten hier. Ich bin eh voll scheiße. Sollen wir hier ja auch noch was lesen? Lesen. Sektenbericht. Der Funkturm ist voll funktionsfähig. Das Wort wird mit einem klaren Signal verbreitet. Ich wünschte, mehr Sünder würden auch zuhören. Ein paar kamen vorbei, um den Turm auszukundschaften, aber ich habe sie fürs Erste verscheucht. Mir gehen die Vorräte aus, werden den Posten bald verlassen müssen. Bitte vielleicht um Unterstützung für den Vater. Nein. Einfach nur nein. Wird das denn zerstören? Was? Habe ich was vergessen? Oh ja, ich habe Kohle vergessen. Ich könnte kurz den Heli nehmen und rund, jetzt ein Rast runterfliegen. Auf geht's. Also ab geht's eigentlich, technisch gesehen. Oh, ich bin ja schon fast da. Dann gehen wir hier direkt runter wieder. Diesmal wirklich ein bisschen ganz auf dem Boden. So, jetzt verlassen. Jetzt habe ich natürlich meine Sniper noch nicht ausgerüstet, ne? Das ist natürlich jetzt taktisch ungeschickt. Warte mal kurz, bis das vorbeigefahren ist. Dann muss ich kurz auf das lustige Bliss fällt. Holen wir erstmal meine Halluzinationen für den Tag ab. So, dann wieder frisch durchatmen. Das ist ja das Kloster, oder? Ganz kurz, Begleiterauswahl. Das PG ist ganz weg? Ja, PG ist gerade ganz weg. Wenn ich jetzt für die Zwischenzeit einfach sie hole. Im vorderen Bereich. Das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? Ah, verdammt. Haben schon gesehen? Ja, es sind alle in der Alarmbereitschaft, scheiße. Moment, ich muss aber hinten durch. Befreien wir den. Unentdeckt? Wow, das hat doch als unentdeckt gezielt. Ich renne einfach durchs komplette Gebiet. Keiner sieht mich und macht es alle von hinten. Und das nennt sich unentdeckt. Easy. Papa. Oh, come on. Ja, nehme ich auch so. Oh, manchmal, ich habe den Eisen Checkpoint erreicht. Das heißt, ich werde jetzt dann wenigstens Faith einmal abgeholt. Oder schon wieder? Servus, geht's so? Eden Skate schickt seine Angels und Mörder auf Wanderschaft, die sie Pilgerreise nennt. Dieser Ort war ein wichtiger Teil dieser Pilgerreise. Jetzt gehört er wieder uns, aber sie werden ihn zurückhaben wollen. Wir haben erfahren, dass viele von ihnen herkommen. Wir müssen die Stellung halten, koste es, was es wolle. Es gibt auch ein Geschütz und ein bisschen Kampfspielzeug da drüben. Machen wir uns bereit.
Gleiche vor der Seite des Friedhofs, wollte ich gerade sagen. Das Kloster ist natürlich. Schöner Ort. Danke. Da vorne. Ein symbolischer Sieg für uns. Und noch dazu ein wahrhaftes Ausrüsten. Und was siehst für du ein lieber kann. Köter. Kann er auch Hallo. Jagen? Ah, perfekt. Moment, Waffe. Ich muss kurz. Meine Sniper würde ich gerne jetzt endlich anpassen. Reichweite und Genauigkeit erhöhen. Ist das hier am besten? Dann nehmen wir das doch. Reicht dafür aber. Warte mal, dann nehme ich das einfach noch dazu und dann schalte einfach. Hol ich mein Feuerwehr. Reicht das noch für Munition? Brauche ich nicht. Aber ich kann meine Beute noch verkaufen. Schnellverkauf. Gut. Ich hoffe, du bist zum Helfen hier. Hast du eine Bewaffnung? Nein, das ist nicht. Schreit deine Verteidigung vor. Was soll ich jetzt auch machen? Hoffe, es geht Ihnen gut. Ja. Pass auf mich auf! Es kommt Verstärkung aus dem Norden! Hallo, wer steht denn direkt vor mir? Wo werde ich von hinten gesehen? Das hat er nicht erwartet. Mein Gott, werde ich von hinten gesehen. Du wirst mir als Feind angezeigt. Hast du Stress? Schnauze. Wie wird mir das Feind angezeigt? Warum auch immer? Ist das Buggy? Ach, Leute, ich darf nicht raus, Herrgott. Sind wir noch nicht getötet? Ich suche mir eine bessere Stelle! So, Headshot. Schau, als ob der Helikopter fliegt. Was ist denn das? Was ist denn diese Buggy? Was ist das denn? Es kommt Verstärkung aus dem Westen! Ich hätte die Westseite. Okay, ah, hier ist das Ding. Okay, I see. Stationäre Geschütz. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Du machst es schon. Da war gerade einer. Ach, da ist er, okay. Na gut, wenn ich keiner hilft, dann steht das sowieso.
sehe keine. Doch, da ist er. Ist da einer? Ich bin jetzt. Okay. Positionswechsel. Ist hier noch ein Geschütz? Jo, hier ist ein Geschütz. Ja, ist ja gut, Bube. Ich glaube, da ist noch was, oder? Der Hund brennt! Ich hab brennenden Hund. Boomer. Jungschwund. Aufstellen. Du bist eine echte Inspiration für all diejenigen, die weiter durchhalten. Aber Faith wird nicht so leicht zurückstecken. Der Nebel wird dichter, wird für Halluzinationen sorgen. Und wenn du ihm zu lange ausgesetzt bist, verlierst du deinen Verstand. Hab auch von einer bewaffneten Patrouille auf dem Fluss gehört, um die du dich kümmern solltest. Aber sei mir ja auf der Hut. Man kann den eigenen Augen nicht trauen. Hier drüben! Yes. Huch. Das brennt hier ein bisschen stark, ja. Ich merk's. Kopfwickelung passieren. Nee, das wollte ich gerade gar nicht. Okay. Jetzt habe ich das hier befreit. Ich wollte jetzt sowieso zu dir, zu Sharky. Genau. Ahoi! Hört sich nach Boote an. Boote. So, das heißt, wir gehen zu Sharky. Eigentlich, wir fliegen nicht schlecht bei der Entfernung. Gab es nicht irgendwo die Helikopter zu kaufen? Ah ja, da. Geh mal weg, vielleicht löscht sich dann mal das Feuer selbstständig. Mal kurz zu Sharky. Mastodon Geothermal Park. Geothermal Park. Das ist ja wirklich deutsch. Richtig. Moonflower Trailer Park. Ich rende mal, ich lasse außerhalb. Da drauf, da vorne ist ein Drache. Ich habe natürlich immer noch keinen Schalldämpfer auf meiner Waffe. Bin ich überhaupt richtig? Anscheinend. Irgendwo muss Sharky sein. Das scheint Sharky zu sein. Aber zuerst nehmen. Die nächsten Standkarte. So einsammeln. Natürlich. Das macht ein bisschen Schaden. Wie komme ich denn jetzt hier mal rauf? Junge, ihr Monster, seid ja mal echt hässlich! Lasst mich euch die Hornabrasur vom Gesicht brennen! Ich bin Charlemagne Victor Beauchamp. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen im Disco Inferno. Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelfers oder anderen Zeugen oder Gesetzeshütern wie dir mal ich selbst sein kann. Hier kann ich meinem Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. In einer sicheren Umgebung, ohne Hose und ohne Konsequenzen. Ja, jetzt habe ich eine Hose an. Aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Stunde auch noch so ist.
Ich habe hier ein zuckersüßes Soundsystem, das 110 Dezibel der heißesten Musik rauspustet, die es je gab. Jedes Mal, wenn ich die Anlage aufdrehe, kommen diese scheiß Sekten-Angels angerannt. Ich weiß nicht, ob sie es lieben oder hassen, aber es macht auf jeden Fall Bock, sie einzuschmelzen. Und keine Sorge, diese Angels sind sowieso hirntot. Ich gebe ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Willst du mir helfen? Macht echt Spaß, ich sag's dir. Ich verrate es auch keinem und wir müssen auch nicht unbedingt eine Hose anhaben. Ich sorge für Musik und den Flammenwerfer, um sie tanzen zu lassen. Du bringst dein... was auch immer du parat hast. Lass die Party beginnen. Okay, burn, baby, burn. Stimmt, ich vergesse mal immer, dass ich ja Polizist bin. Nur so viele Angels wie möglich. Hund, der hat einen Hund angezündet, glaube ich. Mein Hund brennt. Moment, ich muss nachladen, warte so kurz, danke. Das Warten, habe ich gesagt. Ich die Geistscheife, ja, weiß ich. Ich kann Zeit ja. Hey, lass meinen Hund in Ruhe. Lass kurz auf, ne? Fischstück. Was? Von wo hast du denn angeschossen? So, Boom ist zurzeit nicht verfügbar. Das war doch so gut. Ja, ich schalte Musik aus, ganz ruhig. Das Ding ist so gut. Ich hab die erste vergessen, ne? Die Munition langsam aus. Einen habe ich noch. Ach nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Okay.
Was? Was? Dann halt so. Da kommt Sniper. Ich hätte einen nicht getroffen. Das war geil. Wenn nur alle Cops so cool wären wie du. Was soll ich sagen? Ehrlich. Ihr beide, das ist pure Chemie. Ihr seid ein verdammt geiles Team. Alles klar. Mach dein Ding. Ruf mich, wenn du dich das nächste Mal mit den Angels anlegst. Yeah. Gott. Burn, Barry, burn. Wo ist denn meine Munition hier? Dir schwirrt sicher der Kopf. So viele Wege zur Auswahl. Ach, lass mich in Ruhe. Was glaubt man, wem hilft man als erstes? Wann zeigt man Vertrauen? Der Pfad schenkt Klarheit. Komm, diese Stimme her. Komm mit mir und ich zeige dir den Pfad. Nein, möchte ich nicht. Nein, nein.